Mein Name ist Martin Wieser, ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Sigmund Freud Universität Berlin seit 2013 mittlerweile. Da trete ich hier in Forschung und Lehre hauptsächlich das Fach Geschichte, Psychologie, Paradigmengeschichte, Geschichte der angewandten Psychologie. Und bin seit dem ersten Semester hier wirklich beim Arschloch vom Aufbau hier tätig und wir haben hier mittlerweile ein sehr umfangreiches Programm in psychologischer Geschichtsforschung, wenn man so will, wo aber auch von Beginn an die Studierenden schon mit integriert werden. Also das Konzept der Einheit von Lehre und Forschung ist hier wirklich ein sehr wichtiger Schwerpunkt. Vielleicht kurz noch mal zu Beginn, wie kommt man überhaupt ins Psychologiestudium bei uns hinein? Der Erstkontakt läuft sehr niederschwellig, sehr häufig per E-Mail, kann man sich einfach bei uns melden oder am Tag der offenen Tür, den wir regelmäßig veranstalten, um sich einfach mal die Räume anzusehen, die Atmosphäre zu atmen und auch ein bisschen reinzuschnuppern. Wir haben auch Probevorträge und ähnliches. Und wenn man sich dann bei uns meldet, bekommt man einen Termin, Kollegin Frau Lünemann im Studienservice Center dann erstmal vorstellt, was sind die Rahmenbedingungen, ist der Studienablauf, ist der Studienalltag, organisatorische Fragen, wie auch die Kosten natürlich und alles weitere. Wenn man sich dann dafür wirklich konkret interessiert, bekommt man auch ein mündliches Aufnahmegespräch, einen Termin, wo wir dann im Einzelnen abklären, stimmt das Interesse, die Motivation mit unserem Angebot überein? Also ist das Psychologiestudium, wie wir das anbieten, entspricht das auch Ihren Wünschen und Vorstellungen? Und wenn man diese Aufnahmeprozedur durchwandert hat, setzen wir uns zusammen und die Interessentinnen bekommen dann eine Rückmeldung. Das läuft meistens relativ schnell ab. Wenn man dann ins Studium hineinkommt, das ist am Anfang immer eine neue Lebensphase, nicht? Das Studium ist ein eigener Lebensabschnitt, der eigene Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich bringt. Das Schöne an der SFU Berlin ist, dass man meistens in einem wirklich relativ übersichtlichen Verbund, in einer Gruppe von meistens nicht mehr als 30 Leuten, sich kennenlernt. Und wir fördern das auch sehr stark. Also wir wollen, dass eine Gemeinschaft entsteht, wo man sich auch gegenseitig unterstützt, den Lernprozess begleitet, nicht nur alleine für sich selbst im stillen Kämmerlein, dem Skriptum lernt, sondern miteinander. Also wir haben sehr viele Lehrveranstaltungen, die auch in Kleingruppen abgehalten werden, relativ intensiv, einzelne Fähigkeiten, Fertigkeiten trainieren, die schon zum Berufsbild des Psychologen, der Psychologin einfach reingehören. Ja, sowas wie Kommunikationsprozesse zu verstehen und zu verarbeiten, wie wirke ich auf andere. Wie interpretiere ich das Verhalten anderer? Solche Dinge haben wir zum Beispiel in einem eigenen Modul, das über das gesamte Bachelorstudium hinweg läuft, Handlungskompetenzen heißt das. Ich selbst vertrete hier an der SFU Berlin einen Forschungsschwerpunkt zur Geschichte der Psychologie. Das ist auch sehr stark in der Lehre verankert mit 10 Semesterwochenstunden im Bachelorstudium und nochmal 4 Semesterwochenstunden im Master. Das ist deutschlandweit eigentlich ein Unikum. Wir denken, dass es sehr wichtig und gut ist, auch das Berufsbild des Psychologen zu verstehen, erstmal die historische Entwicklung dieses Faches nachvollziehen zu können. Bei Geschichte haben Menschen oft ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In der Schule muss man oft Jahreszahlen auswendig lernen und ähnliches und es wirkt dann manchmal ein bisschen trocken und fern. Ich versuche Geschichte zum Angreifen zu lehren, zu verstehen, dass viele Dinge, die wir heute als ganz selbstverständlich nehmen, zum Beispiel den Begriff der Motivation, diese Begriffe haben eine Geschichte. Es gab eine lange Phase der Menschheit, in der Motivation überhaupt nicht existierte, als Begriff, als Problem. Und dann versuchen wir dem ein bisschen nachzugehen. Wann entsteht Motivationspsychologie? Für wen wird das interessant und wichtig? In diesem Fall war es zum Beispiel die Industrialisierungsprozesse im 19. Jahrhundert, die dazu geführt haben, dass man Arbeiter motivieren musste, um Arbeiten anzufertigen, die vielleicht nicht so hundertprozentig im eigenen Interesse so zentral waren.
Nur ein Beispiel dafür, wie historische Prozesse für Psychologinnen und Psychologen auch in die konkrete spätere Berufspraxis dann als Reflexionswissen eingehen können. Zwei aktuelle Forschungsprojekte lassen sich hier auch erwähnen. Ein laufendes Projekt ist zur Geschichte der Psychologie im Nationalsozialismus, wo wir wirklich im Detail nachvollziehen wollen, wie psychologisches Forschen, aber auch die psychologische Praxis durch rapide veränderte politische Rahmenbedingungen sehr schnell auch sich anpassen kann, zum Teil auch in sehr problematische Weise. Den Studierenden wird dadurch aber auch die Fähigkeit vermittelt, moralische, ethische Dilemmata vorwegzunehmen, mit denen sie wahrscheinlich auch später in dieser Art und Weise, aber auf heutiger Ebene immer wieder konfrontiert sein werden. Und ein weiteres Forschungsprojekt, das jetzt gerade angebahnt ist, ist ein relativ umfangreiches Projekt zur Geschichte der Psychologie in der Stasi. Die sogenannte operative Psychologie wurde nicht weit von hier in Potsdam über 25 Jahre hinweg gelehrt, um Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit zu schulen in psychologischen Methoden, Konzepten, auf psychologische Art und Weise zu denken, um Mitmenschen zu überwachen, aber auch um sogenannte Zersetzungsmaßnahmen durchzuführen, die Menschen im Prinzip daran hindern sollten, politisch oppositionell aktiv zu sein, um sie in ihre privaten Probleme zu verstricken. Ja. Das sind nur zwei Beispiele dafür, wie wir auch großen Wert darauf legen, wirklich politische Prozesse, gesellschaftliche, soziale Kontexte im Zusammenhang mit der psychologischen Praxis und dem psychologischen Denken zu bringen. Die Studierenden werden in meinen Lehrveranstaltungen relativ früh wirklich in Kontakt gebracht, auch mit Originaltexten aus dieser Zeit. Das ist manchmal ein bisschen anspruchsvoll, weil man die Sprache erstmal lernen muss von Wissenschaftlerinnen, die vor 100 Jahren geforscht haben. Aber es ist sehr gewinnbringend, denke ich, weil man sehr früh wirklich auch versteht, dass psychologisches Denken immer auch ein Kind seiner Zeit ist. Mit seinen eigenen Problemen, Wünschen, Hoffnungen, Schwierigkeiten. Aber dass wir eben auch heute damit, denke ich, mit einem Rüstzeug in den Beruf später hineingehen können. Das ist also gewisserweise wappnet, zu verstehen, in welchem Kontext wir arbeiten. Ja, wofür dient die psychologische Praxis und welche Konsequenzen hat sie für die Betroffenen? Also wir würden uns sehr freuen, Sie an der SFU Berlin begrüßen zu dürfen, sei es als Gast, als Hörende. Wir haben sehr oft offene Vorträge, Kolloquien, wo man einfach mal vorbeikommen kann. Es ist alles offen, frei, gratis zugänglich. Aber auch wenn Sie sich für ein Psychologiestudium interessieren, das vielleicht ein bisschen ab vom Mainstream ist, ein bisschen über den Tellerrand wagt, hinaus zu blicken, dann sind Sie jederzeit herzlich willkommen. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.